Herzlich willkommen zurück zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute wollen wir uns mit dem Thema Volumenarbeit befassen. Erinnern wir uns, wir befassen uns ja mit Wärmekraftmaschinen zurzeit. Also, wir wissen ja, wir haben einen Verbrennungsvorgang. Dieser Verbrennungsvorgang bewirkt, dass sich ein Kolben ausdehnt und diese Ausdehnung des Kolbens im Motor, die wird übertragen in eine Bewegungsenergie des Fahrzeuges. Aber wie groß muss eigentlich der Motor sein? Das heißt, haben wir es mit einem Motor zu tun, zum Beispiel für ein Rasenmäher oder ein Ferrari oder ein 400 Meter Containerschiff? Da müssen die Motoren natürlich anders konzipiert sein und wir müssen wissen, wie viel Energie wir umwandeln können, um Arbeit zu leisten. So, und deswegen müssen wir uns damit befassen, welche Art von Arbeit wir leisten, wenn das Volumen sich ausdehnt. Erinnern wir uns ganz allgemein aus der Physik, Arbeit ist Kraft mal einer zurückgelegten Wegstrecke, also F mal ds. Die Kraft kennen wir auch noch aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem Kontext Druck ist gleich Kraft pro Fläche oder anders umgeformt von der Formel Kraft ist Druck mal Fläche. Und wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir für die Arbeit einen Ausdruck, Druck mal Fläche mal einer zurückgelegten Wegstrecke oder in anderen Worten P mal dV. dV ist die Änderung des Volumens, das wir haben. Und dieser Ausdruck, das ist die sogenannte Volumenarbeit. Wir möchten das jetzt gerne noch mal ein bisschen anschaulich erläutern, was das bedeutet. Gucken wir uns einen Kolben an. Der Kolben ist ja ein Volumen, das einen Deckel hat und dieser Deckel ist beweglich. Diese Bewegung des Deckels, das ist ja das nachher, was wir umwandeln in die Bewegungsenergie des Fahrzeuges oder einer anderen Maschine. Auf diesem Deckel sind bestimmte Gewichte. Nehmen wir mal zwei große Gewichte. Diese Gewichtskraft, die bewirkt, dass hier eine Kraft pro Fläche ausgeübt wird, die dann zu einem bestimmten Druck in diesen Volumen führt. Wenn wir jetzt plötzlich ein Gewicht wegnehmen, dann dehnt sich das Volumen gegen diese neue Gewichtskraft, die auf die Fläche wirkt, aus. Und das können wir ausrechnen. Das heißt, wenn wir die Volumenarbeit als frei gewordene Arbeit betrachten, dann hat das ein negatives Vorzeichen, das ist so Konvention. Und wir können jetzt ausrechnen, dieses P mal dV, dann ist der Druck, der externe Druck, der dadurch entsteht, dass wir plötzlich ein anderes Gewicht haben. Und die Änderung, die Ausdehnung des Volumens, das ist unser dV. Und wir erhalten einen Ausdruck für die Arbeit, die geleistet wird, als minus P mal Delta V. Und da die beiden Gewichtskräfte die sollen genau gleich sein, so ist also der neue Druck halb so groß wie der Ursprungsdruck und damit ist das Volumen doppelt so groß wie das Anfangsvolumen. Und da der neue Druck halb so groß ist wie der Anfangsdruck, können wir also insgesamt sagen, dass die geleistete Volumenarbeit 1/2 P1 mal V1 ist. Schauen wir uns jetzt einen anderen Fall an. Nämlich, dass wir nicht zwei große Gewichte auf dieser Fläche stehen haben, sondern viele kleine Gewichte. Und die nehmen wir peu à peu herunter von dieser Fläche und damit dehnt sich das Volumen langsam aus, immer wieder gegen diesen neuen Druck. Und wenn wir diese Gewichte infinitesimal klein machen und das Ganze im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung halten, dann müssen wir die Volumenarbeit anders ausrechnen. Dann müssen wir das Integral ausrechnen, w ist gleich minus p dv und das Integral vom Volumen 1 bis zum Volumen 2. Und wir müssen hier berücksichtigen, dass nun der Druck immer jeweils davon abhängig ist, wie gerade das Volumen ist. Also wir müssen hier nRT durch v einsetzen und müssen diese Formel integrieren, um dann die Arbeit ausrechnen zu können. Und wenn wir das machen, dann erhalten wir für ein Volumen, das sich verdoppelt, einen Ausdruck, dass die geleistete Arbeit
minus RT mal LN2 ist. Das heißt, diese Art von Arbeit ist größer als die plötzliche Expansion gegen einen äußeren Druck. Wenn wir das mal im PV-Diagramm ansehen, wie das ist, dann ist die Volumenarbeit, die geleistet wird, genau die Fläche unter der Kurve P als Funktion von V bei einer konstanten Temperatur ausgedrückt. Und wenn wir hier V1 und V2 sehen, dann ist das, was unter der Fläche ist, das entspricht diesem Integral. Und das ist eben die Volumenarbeit. Wenn wir gegen einen konstanten Enddruck arbeiten, dann ist das gerade dieses Rechteck, das aufgespannt wird durch V1 und V2 als Anfangs- und Endvolumen und der Enddruck, den wir erreichen. Wenn wir umgedreht jetzt das Gas nicht expandieren, sondern komprimieren wollen, dann ist der Enddruck für eine sogenannte irreversible Kompression, das ist P1. Und wenn wir von V2 starten und zu V1 zurückkehren wollen, dann ist das dieses größere Rechteck. Das heißt, wir müssen dort bei der Kompression mehr Arbeit aufwenden, als wir bei der irreversiblen Expansion gegen einen konstanten Außendruck gewinnen können. Im Fall, dass wir infinitesimal kleine Schritte machen, die immer im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung sind, ist praktisch die Fläche, wenn wir expandieren und komprimieren, gleich. Wir sehen, ganz wichtig, Arbeit ist abhängig vom Weg, den wir gehen. Das heißt, Arbeit ist keine Zustandsgröße. Ja, und wenn wir uns jetzt angucken, wie wir eigentlich unsere Maschine bauen wollen, dann können wir angucken, wo wir besonders viel Arbeit gewinnen können. Wir müssen daran denken, dass eine Maschine ein Kreisprozess ist. Da kommen wir noch später dazu. Das heißt, wir müssen expandieren und komprimieren. Das heißt, wir sollten möglichst nah an diesen reversiblen Vorgängen sein. So, und wenn wir jetzt anschauen, wenn wir die gleiche Volumenänderung anschauen, ganz am Anfang der Kurve und ganz am Ende der Kurve, dann verändert sich die Kurve besonders drastisch am Anfang und nur sehr langsam am Ende. Und das bedeutet, dass wir eigentlich am liebsten von einem sehr kleinen Volumen ausgehen sollen, um zu expandieren, damit wir möglichst viel Arbeit generieren können. Und wenn wir uns auch noch zwei Temperaturen angucken, dann ist die Fläche unter der Kurve natürlich abhängig davon, bei welcher Temperatur wir arbeiten, also bei einer tiefen Temperatur oder bei einer hohen Temperatur. Und das wird noch wichtig sein. Ich möchte hier enden und wir werden uns dann in der nächsten Lektion noch weiter damit beschäftigen und werden uns mit dem Begriff Wärmemenge auseinandersetzen.